Ja, meine lieben GeoLebenTV Zuseher und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Ja, in diesem Video schauen wir uns einmal an, warum gerade bei CBD und dessen Anwendung es so wichtig ist, dass in den meisten Fällen das volle Spektrum der Cannabinoide zur Wirkung kommen kann und eben nicht nur ein isolierter Wirkstoff wie eben dann CBD, sprich Cannabidiol alleine. Was bedeutet nun dieser bekannte Entourage-Effekt und welche Cannabinoide und sonstige Wirkstoffe sind neben den bekanntesten wie eben CBD und THC für diesen Entourage-Effekt verantwortlich? Das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine lieben Zuseher, es ist ja eigentlich ein alter Hut, dass die Gesamtheit einer Pflanze meistens wesentlich mehr Wirkung hat als ein isolierter Stoff alleine. Es gibt natürlich auch Wirkstoffe, die alleine für sich große Wirkung haben. Hier erwähne ich einfach mal nur OPC so am Rande. Im Falle Cannabinoide ist es eben so, dass viele, viele Indizien und auch Fälle darauf hinweisen, dass eben das volle Spektrum wesentlich mehr bringt. Diese Wirkung ist eben als dieser Entourage-Effekt bekannt. Und Entourage ist jetzt kein Fremdwort oder sonst irgendeine chemische Bezeichnung oder was auch immer, das ist einfach nur der Name von dem Herrn, der eben diesen Wirkeffekt bezeichnet hat. Er heißt einfach Entourage und er hat ihn geprägt und eben etabliert. Aus welchen Bestandteilen besteht nun ein CBD-Öl-Vollspektrum? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, und warum sollte dieses Vollspektrum nun besser sein als reines isoliertes Cannabidiol? Ja, wir werden in jedem Fall feststellen, dass die meisten Cannabinoide, die ich hier aufzähle, ähnliche Wirkung haben als CBD oder ergänzende Wirkung. Das eine hat von dem ein bisschen mehr, das eine hat diese Wirkung, was das andere nicht hat. Aber schlussendlich ist es eben genau das Ineinandergreifen, dass alles ganz genau aufeinander abgestimmt ist und eben dann die besondere Wirkung einfach dabei rauskommt. Es ist eben so wie zum Beispiel CBC, das eher für seine antidepressive Wirkung eben zuständig ist. Aber dann noch, oder dazu komme ich eben später noch. Als erstes haben wir also die Cannabinoide, von denen es circa an die 150 bekannten gibt. Ja? Und die zwei bekanntesten sind eben CBD und THC. Doch THC ist ja berauschend, ergo psychoaktiv oder psychotrop. Und deshalb lasse ich eben, ihr werdet das verstehen, THC hier einfach außen vor. Neben CBD, dessen Wirkung die meisten wohl auch schon kennen und oft nachgelesen oder eben gehört haben, würde ich einfach sagen, schaut auf meine Seite bewusstgesund-lebensmut.at und da könnt ihr einfach nochmal in aller Ruhe die Wirkweisen, bei welchen Symptomen man CBD einsetzt, einfach mal nachlesen. Aber da geht es dann eh meistens schon um das volle Spektrum. Ja, fangen wir an mit dem ersten Cannabinoid, das nicht so bekannt ist, und hier beginnen wir gleich mal mit CBC, was eben auch als Cannabichromen bekannt ist und das dritthäufigste Cannabinoid ist in der Cannabispflanze eben. Und es ist ebenso wie CBD, ist eben dieses Cannabichromen nicht psychoaktiv, das werde ich auch jedes Mal extra betonen. CBC ist vorwiegend eben entzündungshemmend und gerade hier hat man eben festgestellt, wie wichtig eben diese Symbiose, das Zusammenwirken, was ja eigentlich die Natürlichkeit an und für sich ist, eben mit den, wie wichtig das ist, dieses Zusammenwirken mit den anderen Cannabinoiden. Ja, CBC hat auch eine Antitumorwirkung, zwar nicht ganz so heftig wie eben zum Beispiel CBD selber oder eben das CBG, doch im Kampf gegen den Krebs, und es ist natürlich verständlich, wird ja sowieso jede Unterstützung gebraucht, wie ich einfach mal meine. CBC ist auch ein Antidepressivum, wie anfangs schon erwähnt, und hier hat man eben auch bei Mäusen festgestellt, dass jene mit CBC wesentlich agiler waren als die Mäuse ohne CBC. Ja, wie hat man das festgestellt? Indem man eben die Mäuse am Schwanz aufgehangen hat. Ich weiß, das ist nicht so wirklich toll jetzt. Hier wird der Tierschutz gleich aufspringen. Aber das ist einfach mal eine andere Diskussion. Die Mäuse
ohne CBC, die waren hier einfach wesentlich fauler, nicht fauler, aber die haben sich überhaupt nicht gewehrt, die sind quasi heruntergehangen und waren mehr oder weniger in einer depressiven Stimmung, sage ich jetzt mal. Die Mäuse mit CBC, die haben sich gewehrt, die haben da herumgezappelt, da hat man einfach gemerkt, die ergeben sich nicht ihrem Schicksal, die kämpfen dagegen an. Und da geht man dann eben einfach davon aus, hier sind Mäuse, die haben aufgegeben. Und hier sieht man dann natürlich, wenn man CBC gibt und die wehren sich, dass das natürlich dann auch was nützt. Ja, weiter hat auch eine Studie aus 2013 gezeigt, dass eben CBC das Gehirnwachstum fördert. Das heißt, wenn einfach mal Zellen in bestimmten Teilen des Gehirns aufhören, sich zu entwickeln, ja, wenn da Sendepause ist, dann kann einfach Alzheimer, Demenz, also diese neuzeitlichen Krankheiten, die können dadurch entstehen. Und hier hat man einfach, wie gesagt, festgestellt, dass diese Gehirnzellen sich mit CBC wieder entwickelt haben. Also hierher kommt das Potenzial bei Demenz, bei Alzheimer, dass man ja dem CBD-Öl sowieso immer wieder auch nachsagt. Weiter ist CBC noch unterstützend beim Knochenaufbau, bei der Regenerierung der Blutzellen. Es ist auch antibakteriell und entzündungshemmend, aber das habe ich eh schon mal betont. Als nächstes haben wir dann das Cannabinoid CBG, was heißt Cannabigerol. Ja, CBG ist ebenfalls nicht psychoaktiv und die aktuelle wissenschaftliche Lage sagt, dass CBG folgendermaßen wirken könnte, nämlich antibakteriell, es ist leicht antifungal, es hilft also bei Pilzen im Außen so wie im Innern, es ist auch schmerzlindernd und das ist das Spannende, es ist in dem Falle schmerzlindernder als THC und THC wird ja meistens eben so diese schmerzlindernde Wirkung eben nachgesagt. Also wie gesagt, hier wieder ein Grund, nicht unbedingt THC nehmen zu müssen, weil eben CBG hier schmerzlindernder ist als THC. Ja, CBG ist auch etwas antidepressiv und hat ebenso eine antitumorale Wirkung. Ja, meine Lieben, da tut sich was auf der CBD-Front. Als viertes wirksames und nicht psychoaktives Cannabinoid führe ich jetzt auch noch CBDV an. Dieses Cannabidivarin ist ein Abkömmling des CBD und kommt in Cannabis-Landrassen vor und wirkt nicht psychoaktiv, auch das natürlich nicht, und ist antiepileptisch und krampflösend. Auch hier, jetzt weiß man, okay, von welchem Cannabinoid kommt eben diese Wirkung, weil wir wissen ja mittlerweile auch, CBD-Öl hat bei epileptischen Dingen, bei Epilepsie generell unglaubliches Potenzial, wie viele, viele YouTube-Videos immer wieder zeigen. Ja, und das letzte hier von mir aufgeführte Cannabinoid, das fünfte nämlich, ist CBN. Ja, CBN wird nachgesagt, es habe eine ganz leichte psychoaktive Wirkung und in den Hanfpflanzen ist es allerdings nur in sehr, sehr geringen Mengen zu finden und da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Da ist nichts Psychoaktives mehr nachzuweisen, weil es einfach zu wenig ist. Aber die Wirkung ist trotzdem ganz interessant. CBN sorgt eben dafür, Ängste zu mindern und kann zu einer Senkung eben auch des Augeninnendrucks beitragen. Also das sind schon Dinge, die dann wie gesagt alle in der Gesamtheit zusammenwirken. Über THC und deren Ableger, die es ja auch gibt, spreche ich verständlicherweise wie gesagt nicht, weil diese eben nicht legal sind und auch im CBD-Öl nur in sehr, sehr geringen Mengen eben enthalten sind. Im CBD-Öl Royal eben eigentlich fast gar nicht, 0,03, erlaubt sind in Österreich 0,3, in Deutschland 0,2. Ja, schauen wir zu den weiteren Inhaltsstoffen, welche eben in der Cannabispflanze noch enthalten sind und hochwirksam sind und eben Teil dieses vollen Spektrums in CBD-Öl eben sind. Ja. In weiterer Folge sind es die Terpene, die eben im Vollspektrumöl mit enthalten sind. Ja. Ich fasse einfach hier die wichtigsten Wirkungen der enthaltenen Terpene zusammen. Ja. Welche Wirkung den einzelnen Terpenen zugeordnet ist, das könnte auch hier einfach in aller Ruhe auf meiner Seite bewusst gesund geosix lebensmut.at nachlesen. Da ist gleich auf der ersten Seite, wenn du hinkommst, ganz unten ein Button, da kommst du eben auf das PDF-Format und hier kannst du ganz in Ruhe dir die Wirkweisen der verschiedensten Terpene eben nachlesen. Ja?
Die Hauptwirkungen der Terpene sind eben sedierend, entspannend, es ist stimmungsaufhellend, entzündungshemmend, keimreduzierend, auch antifungal, schmerzlindernd, erweitert eben auch die Bronchien, ja, stressabbauend, angstlösend. Es erhöht die Merkfähigkeit und bringt Klarheit und noch einiges mehr. Doch wie gesagt, auf meiner Seite eben, wenn du das ganz genau wissen willst, einfach nachzulesen. Auch hier sieht man wieder, hier sind immer wieder ähnliche Wirkweisen, die verstärken sich natürlich. Ja, das multipliziert sich das Ganze. Das können wir eigentlich gar nicht so wirklich erfassen. Ja, und als dritte und sehr, sehr wichtige Gruppe haben wir noch die Vitamine, die Mineralstoffe und eben natürlich die sekundären Pflanzenstoffe, die eben in der Hanfpflanze, im Cannabis natürlich auch eben enthalten sind und im Vollspektrum eben auch drinnen sind. Ja, da ist dazugehörig eben Vitamin E als Antioxidationsmittel, die B-Vitamine, allen voran Vitamin B2 und Vitamin B1, wird eben auch, das Vitamin B1 wird eben auch als gute Laune-Vitamin gesehen, weil es eben Einfluss auf den Serotoninspiegel hat und wird eben auch hier beispielsweise bei Depression hier mit verwendet. Ja, weiter wichtige Mineralstoffen wie Eisen, Kalium, Kupfer, Calcium, Mangan, Magnesium, Natrium, Zink, auch die Omega 3 und Omega 6, ja, sind hier auch mitvertreten und zwar im richtigen Verhältnis von 1:3, weil das ist ja wichtig, sowie eben auch Chlorophyll und auch Cara oder Carotinoide, meine Lieben. Ja, das sind mal die wichtigsten Wirkstoffe, die eben das volle Spektrum im CBD-Vollspektrumöl ausmachen. Und ich hoffe, es wird hier wirklich verständlicher, warum eben die Gesamtheit dieser Inhalte einfach hier wesentlich besser, wichtiger sind als meistens nur ein isolierter Wirkstoff alleine. Ja, das muss man sich aber wirklich dann von Fall zu Fall natürlich auch anschauen. Nur bei CBD scheint die Lage relativ eindeutig zu sein. Ja, und das sind jetzt mal wirklich die wichtigsten Inhaltsstoffe, wie gesagt, die eben das CBD-Öl ausmachen. Ich denke, ist einleuchtend. Ja, meine Lieben, in dem Sinne wäre es das auch wieder mit diesem Video. Lasst mir einen oder mehreren Daumen hoch da, abonniert den Kanal, drückt natürlich aufs Pimmeling, Glöckchen, das ist klar. Und ihr wisst eh, bleibt gesund und wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil das ist das Wichtigste im Leben, Gesundheit. Und auf die müssen wir selbstverantwortlich eben Einfluss nehmen. Das macht niemand anders für uns. In dem Sinne, bleibt mir treu, wir sehen uns, eure Kommentare natürlich hinein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Georg. Ich habe euch lieb, Baba. Servus.